Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Wechselstrom. Das letzte Mal haben wir gesprochen über die Parallelschaltung von R und L. Heute sprechen wir über die Parallelschaltung von R und C. Ich habe die Situation wieder aufgezeichnet und ich bin wieder nicht mein eigener Feind. Das heißt, das verbindende Element, mein U, werde ich wieder in meine reelle Achse, ja, dass ich nicht lachse, in meine reelle Achse legen. Ja, U ist gleich U mal E hoch J, 0. Das heißt, mein U, mein Spannungszeiger, geht hier auf die reellen Achse hinüber. Da haben wir unser U. Und das liegt an dem R, das liegt an dem C. Okay? U. Fangen wir wieder an mit dem einfacheren Element. Berechnen wir unser IR. Unser IR ist nach dem Ohmschen Gesetz, welches wichtig ist, unser U dividiert durch unseren R, den wir hier eingebaut haben. Das ist also unser U mal E hoch J0 dividiert durch R. Das ist also U durch R mal E hoch J0. Und das, behaupte ich jetzt mal, ist IR mal E hoch J0. Ja, mit einem IR von U durch R. Also wir haben einen gewissen Betrag von unserem IR, der ist festgelegt durch den Widerstand, geht in dieselbe Richtung wie unser U, in unserem Fall also hier rüber. Da ist der IR. Hallo, nicht U. Ja. Der UR ist auch da, ist aber genauso lang wie der U. Ja. IR, ne, geht bis hierher. Gut, und jetzt schauen wir uns das IC an. Ja. Das IC ist ja unser U dividiert durch, und jetzt kommt der Wechselstromwiderstand unseres Kondensators, und das war 1 durch J Omega C. Gell. 1 dividiert durch J Omega C. Ich löse den Doppelbruch auf. Hier steht also J Omega C mal U. Ist weiter gleich. Und jetzt schauen wir uns mal an, was dieses J bedeutet. Unser J ist hier irgendwo. Ja. J hat die Länge 1, ja, Betrag 1, Winkel 90 Grad. Das heißt, ich kann hier schreiben 1 mal E hoch J und 90 Grad in Radiant ist Pi halbe. Das Zeug hier, das ist J. Ja. Was noch fehlt, ist Omega. Was noch fehlt, ist C. Ja. Was noch fehlt, ist U. Und das ist U mal E hoch J, 0. Und jetzt kann ich wieder durch multiplizieren. Wir haben Omega, C, U. Und dann haben wir E hoch J. Und da drin bleibt Pi halbe. Und ich muss noch den Winkel von U dazu, aber der ist 0, also plus 0. Ja. Und das ist weiter gleich mein IC mal E hoch J Pi halbe mit einem IC, Betrag von IC, welcher sich aus Omega, C und U zusammensetzt. Okay? Das heißt, mein IC geht um 90 Grad nach oben. Da ist mein IC, das geht halt da nach oben. Schau, eingezeichnet. IC. Ja. Und natürlich Knoten, dieser Knotenpunkt. Zack, 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 zack. Addieren wir die zwei. Zack, 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 wird niederaddiert. Ja. Hier haben wir unser I. Da ist der I. Weil nämlich unser I ist gleich unser IR plus IC. Das heißt, wenn ich das wieder einzeichne, wir haben hier U dividiert durch R und dann haben wir plus, und das IC ist J Omega C mal U. Da hebe ich jetzt U heraus, ja, ist gleich, hebe ich U heraus,
Und drinnen bleibt über 1 durch R plus J Omega C. Gell? Mal U, natürlich, mal U. Und das ist ja das gleiche wie 1 durch diese komplexe Scheinleistung Z mal U. Okay? Das heißt, das Zeug hier ist wieder mein 1 durch Z. Ja? Das heißt, mein 1 durch Z ist gleich 1 durch R plus J Omega C. Das heißt, mein 1 durch Z, ich habe einen Realteil, der ist 1 durch R. Da ist er. 1 durch R. Dann habe ich einen Imaginärteil, der ist Imaginärteil, der ist Omega C. Und in Summe habe ich hier, 1 durch Z. Okay? Und hier habe ich meine Winkel wieder. Da, schau her, da ist der Phi vom Strom zur Spannung, da ist der Phi, da runter muss der Phi sein. Das ist genau das Gleiche, weil das ja das U skaliert. Ja? Das heißt, mein Phi, ja, ist negativ. Das heißt, wir haben wieder Kehrwert, wir haben wieder den Minus, gell? Wir haben wieder Minus Arcos Tangens von Gegenkathete Omega C dividiert durch 1 Ankathete dividiert durch 1 durch R. Ja? Das heißt, wir haben Minus Arcos Tangens Omega C. Das ist mein Winkel, ja? Mein Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung. Er muss negativ sein, weil es geht ja immer vom Strom zur Spannung. Es muss ein negativer Winkel herauskommen. Wenn man das Minus da vergisst, wie gesagt, man kann sich das ja überlegen mit dem Zeigerdiagramm. Negativer Winkel muss herauskommen, passt, fertig aus. Es muss sich kapazitiv verhalten. Und wie schaut es jetzt aus mit unserem Leistungsfaktor, Cosinus Phi? Das ist ja Ankathete durch Hypotenuse. Das heißt, wir haben 1 durch R dividiert durch 1 durch z, der Betrag von 1 durch z. Und der Betrag von 1 durch z ist die Wurzel aus 1 durch r Quadrat plus Omega c Quadrat. Also haben wir da 1 dividiert durch r, ja, und das Wurzel 1 durch r Quadrat plus Omega c zum Quadrat. Können wir das noch lesen da unten? Ich schreibe es ein bisschen auf. Das ist unser Leistungsfaktor. Und jetzt haben wir wieder alles beieinander. Haben wir wieder alles zusammen aufgesummiert. Ja? So sieht das also aus bei einer Parallelschaltung von R und C. Phasenwinkel. Es ist wieder C ist involviert, gell? Und der Phasenwinkel ist auf einmal schon wieder negativ. Das ist immer kapazitiver Phasenwinkel, ist immer negativ. Induktiver Phasenwinkel ist immer positiv. Fertig. Ja. Parallelschaltung von R und C. Das nächste Mal schauen wir sich noch einmal an, was passiert, wenn man R, L und C parallel schaltet. Auch da gibt es eine Resonanz. Ja. Werden wir uns ansehen. Die ist genauso definiert. Schauen wir uns an das nächste Mal Parallelschaltung von R, L und C. Ja, alle drei Elemente nebeneinander. Was kommt denn daraus? Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.